FIBO, Halle 7, Stand von Easy Motion Skin, Milon Pfeiff. Wir sind im Gespräch mit Matthias Maurer, ESA-Astronaut. Hallo Matthias. Hallo. Wann warst du das letzte Mal im All? Vor genau 2 Jahren war ich noch oben im All. Ich bin gestartet November 21 und zurückgekommen dann im Mai 22. Für euch Astronauten ist ja Training sehr wichtig. Kannst du kurz erklären, warum ist das so bedeutsam für euch? Ja, also als Astronaut muss man fit sein, weil oben im All altern wir viel, viel schneller. Um genau zu sein, 30 Mal schneller oder bis zu 30 Mal schneller. Also wenn ich ein Jahr im All bleibe, würde ich sozusagen 30 Jahre altern, wenn ich nichts dagegen machen würde. Und deswegen müssen wir auf dem Flug ins All und während der ganzen Dauer jeden Tag 2 Stunden Sport machen. 1 Stunde Cardiotraining, 1 Stunde Krafttraining. Ihr macht richtig Cardio und Krafttraining 2 Stunden am Tag. Ja, genau. Und die andere Zeit am Tag sind wir schwerelos. Und das ist ungefähr so anstrengend, wie im Wasserbett zu liegen. Das heißt, der Körper ist total tiefenentspannt. Die Muskeln bauen ab, die Knochen bauen ab. Und es passieren noch viel, viel mehr Dinge im menschlichen Körper. Das Immunsystem wird gestresst durch die Schwerelosigkeit. Da läuft sehr viel. Wir haben eine Flüssigkeitsumlagerung im Körper, verlieren dadurch über die Flugdauer auch bis zu 1 Liter Blut, ohne zu bluten, einfach weil der Körper sich darauf einstellt. Und das heißt, wir müssen versuchen, den Körper möglichst fit zu halten unter diesen extremen Bedingungen. Könnte man sagen, dass die Schwerelosigkeit eine Belastung ist, weil Belastung fehlt eigentlich? Also weil ihr wiegt ja nichts, ihr müsst ja gegen nichts arbeiten? Genau, also die mechanische Belastung fehlt. Aber hier auf der Erde sind wir ja im Gleichgewicht. Also die Flüssigkeit in meinem Körper zum Beispiel, die sackt hier unten in die Beine und mein Herz pumpt und dadurch wird alles wieder flüssig verteilt. Oben im All pumpt mein Herz, pumpt sogar sehr gut, aber die Schwerkraft fehlt, deswegen wird nichts in die Beine gezogen. Das Ergebnis ist, dass ich oben im All ganz dünne Beine habe, die Amerikaner sagen auch Chicken Legs, also Hühnerbeine, und mehr Flüssigkeit im Oberkörper habe. Und wenn du Fotos von mir siehst aus dem All, da habe ich ein aufgedunsenes Gesicht und es sieht aus, als würde ich 10 Kilo mehr wiegen. Habe ich aber nicht. Ich war genauso schwer wie jetzt. Das ist einfach nur anders verteilt. Und durch diesen erhöhten Druck im Kopf passiert sehr viel. Einen erhöhten Hirndruck, das drückt uns auf die Augennerven. Die Augen werden schlechter. Wir entwickeln Augenödem, bildet sich nahe wieder zurück. Wir riechen schlechter. Dadurch ist der Geschmackssinn beeinträchtigt. Das heißt, das Essen schmeckt langweilig. Wir kippen anfangs viel, viel Salz rein. Salz löst aber wieder die Knochen auf, ist ganz schlecht, deswegen müssen wir jetzt Salz am Essen und so weiter. Also es passiert sehr, sehr viel im Körper. Wie sieht das aus mit dem Abbau von Knochenmasse, wenn ihr keine Belastung habt? Ja, also wenn ich oben keinen Sport machen würde, dann würden sich meine Knochen im wahrsten Sinne des Wortes auflösen. Also die würden halt abbauen, alles was zu viel ist. Und ich würde das ausscheiden übers Urinieren. Das hat man auch gemerkt, in den Anfangstagen der Raumfahrt war die Toilette verstopft durch Kalkablagerungen. Man wusste eigentlich nicht, wo das herkam und hat später festgestellt, das waren aufgelöste Knochen der Astronauten. Geht das so schnell? Ja, also wir sind ja, wie gesagt, ein halbes Jahr oben im All und wir sind momentan 7 Astronauten oben. Also die Toilette ist dann schon auch genutzt. Ja. Es gibt ja jetzt ein Krankheitsbild, das ist Osteoporose, wo es genau zu solchen Effekten kommt. Und heute wissen wir, dass wenn wir mit den Leuten Krafttraining machen und die belasten, dann komme ich sogar in einen Nettoaufbau von Knochenmasse wieder rein. Natürlich ist es genau der Effekt, den du jetzt beschreibst, ist auch der Effekt, den wir im All nutzen. Der Körper baut schneller ab, als wir da eigentlich nachkommen können. Deswegen müssen wir jeden Tag mindestens 1 Stunde den Körper belasten. Wir schaffen es, den Körper fit zu halten, fast neutral. Wir bauen nichts auf. Ich hatte zum Beispiel auch rund 10-12% Knochenverlust im Oberschenkel-Halsbereich, also der Hüfte. Ganz einfach, weil wir noch nicht perfekt genug sind mit unserem Krafttraining oben im All. Nach der Mission konnte ich natürlich dann wieder Sport machen und das ist alles wieder mittlerweile im Normalbereich. Aber wenn wir jetzt länger im All sind, Richtung Mars fliegen wollen zum Beispiel, und sind dann 2 Jahre unterwegs, dann müssen wir das natürlich viel besser im Griff haben. Okay. Dann kann man sich vorstellen, dass das vielleicht auch für ein Problem ist für Menschen, die bettlägerig sind, genau. Immer in der Horizontalen. Genau, also ein Mensch, der im Bett liegt auf der Erde, das ist eigentlich ein gutes Modell für die Belastung von einem Astronauten. Und deswegen dienen wir als Zeitraffer. Und was an uns gelernt wird, wie wir uns fit halten können im All, das möchten wir übertragen an die Menschen auf dem Boden.
und dann sozusagen den Tipps geben, wie sie möglichst effizient wieder fit werden können. Eine Methode, die ich jetzt oben dabei hatte, war zum Beispiel auch Elektromuskelstimulation. Also nicht nur, dass die großen Muskeln trainieren, sondern auch die kleinen, feinen Muskeln, die die Wirbelsäule jetzt stabil halten. In der Vergangenheit war es so, dass Astronauten nach dem Flug eine höhere Gefahr hatten, einen Bandscheibenvorfall zu erleiden, weil diese kleinen, feinen Muskeln nicht trainiert werden. Aber dank der Elektromuskelstimulation hoffen wir jetzt, dass wir auch diese Baustelle ein bisschen verbessern können. Das ist spannend. Als ich meine Ausbildung gemacht habe, da haben wir noch gelernt, Osteoporotika ganz vorsichtig, nicht belasten, wie rohe Eier. Heute würden wir das Gegenteil sagen. Die müssen trainieren, die müssen belasten und dann geht es denen auch wieder besser. Ja gut, das ist natürlich alles eine Evolution und auch wir Astronauten, und das ist auch ein Grund, warum ich hier auf der FIBO bin, wir möchten auch lernen und sozusagen von den Profis auf der Erde erfahren, okay, was sind die besten Techniken jetzt, um Menschen wieder fit zu bekommen und auch Astronauten dann fit zu halten. Vielen Dank für das. Sehr gerne.